Wie du am besten den Verschleiß an deiner Kette messen kannst und wie du deine Kette danach auch erneuern kannst, das zeigen wir dir in diesem Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Fahrgeschäft Fitbikes. Mein Name ist Basti und wir sind in Riva auf dem Bike Festival und wir sind bei Connex. Wer es nicht kennt, Connex ist ein Kettenhersteller von der Firma Wippermann. Ich hoffe, ich sage das immer so alles richtig. Genau, alles gut. Genau. Und wir haben einen Fachmann neben mir. Du bist der? Ich bin Adam von Connex Wippermann aus Hagen. Wir sind Kettenhersteller seit 1893 und machen Fahrradketten in allen Variationen. Und auch andere Ketten. Und auch ganz große Ketten. Der Adam ist immer mit seinem Truck hier unterwegs und macht sogar Service auf den Festivals. Also wenn ihr dringend mal eure Kette nicht selber servicen wollt, dann geht doch zum Adam. Einfach ein Bike-Festival in eurer Nähe besuchen und dann kommt ihr mal vorbei und sagt Hallo und ja, bringt irgendwas zu essen mit oder irgendwie einen Kaffee oder sowas. Freut er sich immer. Genau, Kaffee haben wir hier immer selbst mit dabei. Also okay. Wer gerne vorbeikommen möchte zum Fachsimpeln, also ein Espresso gibt es von uns auch mit dabei. Oh, noch besser. Wichtig ist zu sagen halt, dass wir halt nicht nur unsere Ketten servicen, sondern im Prinzip das herstellerübergreifend halt machen. Uns ist einfach auch wichtig, dass halt die Leute halt Spaß haben beim Fahrradfahren und natürlich ihre Kette pflegen und dass halt im Prinzip alles im Rahmen bleibt. Halt. Genau. Wenn die Kette kaputt ist, dann fährt ja keiner ist glücklich und das wollen wir auch nicht. Klappt nicht. Ne? Genau. Und das ist genau unser Thema heute. Wir schauen uns heute mal an. Wir haben ja eine verschlissene Kette. Wir schauen, wie wir sie im Verschleiß, also wie wir den Verschleiß erkennen können, mit eurem eigenen Tool sogar. Das findet ihr in der Videobeschreibung unten. Also wir verlinken euch zum Shop von Connex. Und wir fangen einfach mal an. Also wir haben jetzt hier ein Rad. Genau. Kette ist so, weißt du nicht, ne? Du testest also, es jetzt mal. Genau, also man weiß es halt nicht, der Kunde sagt, die Kette läuft ein bisschen rau oder halt fängt an zu springen. Ist eigentlich schon ein Anzeichen, wo der Verschleiß eventuell schon vielleicht zu spät sein könnte, wenn die Kette schon anfängt zu springen. Hier haben wir nochmal Glück gehabt. Wir haben hier das Messwerkzeug von uns, das Werkzeug passt zu allen Ketten, egal ob es Rahmenschaltungskette ist, schmal oder breit oder zu allen Schaltungsketten. Also ist völlig egal, Mountainbike, Rennrad, Cargobike oder E-Bike. Man legt die Leere einfach im Kettenzug oben rein, lang ausgestreckt, soweit wie es reinpasst und legt sie flach drauf, ohne nachzudrücken oder Pedale zu drücken. Einfach locker rein. In dem Fall sehen wir, dass die Punkte sich berühren, das heißt die Verschleißleere und die Kette berührt sich halt an dieser Stelle. Das heißt, wir haben hier die Verschleißkennze live. Wir haben hier 1% Verschleiß, bei 1% ist jede Kette, egal welcher Hersteller, einfach eine Verschleißkennze. Wie würde es aussehen, wenn das nicht wäre? Genau, eine neue Kette würde in dem Fall halt im Prinzip ungefähr halt so aussehen. Halt. Okay. Man kann durchschauen, alles in Ordnung halt. Ne? Deswegen ist hier halt ganz einfach. Ich lege hier einfach, wenn es oben nicht passt, weil vielleicht der Rahmen ein bisschen verkapselt ist, kann ich es auch unten reinlegen. Einfach lang ausstrecken. Hier haben wir genau das gleiche Bild. Wichtig ist zu sagen, es gibt auch andere Werkzeuge, die halt im kurzen Bereich messen. Sind super Werkzeuge, wenn man die schon zu Hause hat in der Werkzeugkiste, also auf keinen Fall wegschmeißen und ein anderes Werkzeug kaufen. Ich meine, alle freuen sich halt, wenn Umsatz getätigt wird, aber es muss nicht sein. Bei den kleinen Werkzeugen ist einfach zu sagen, an 1, 2, 3 Stellen messen, habe ich zweimal das gleiche Ergebnis, ist die Kette gut oder zweimal schlecht, ist die Kette schlechter. Was würdest du sagen, weil es gibt von Mitbewerbern auch ein Werkzeug, wo du Alu und Stahlketten, glaube ich, kannst du da verschieden bewerten? Ja, also es gibt ja grundsätzlich ja nur Stahlketten. Ja. Ne, also das Werkzeug, was halt da sagt, das ist halt übrigens das Werkzeug, was auch sehr gut ist, aber man misst halt im kurzen Messweg. Eine Kette ist verschlissen bei 1%, ne, wichtig ist halt 1,0 zum Beispiel bei diesem Werkzeug, nicht die 0,75. 0,75 ist okay, aber die Kette hat eigentlich noch Lebensdauer, man muss die nicht tauschen halt. Also eine Kette ist tatsächlich verschlissen in diesem Bereich halt, dann sollte man die Kette tauschen. Ist optisch gesehen ist das ja wirklich nicht viel, das ist halt minimal halt, was man halt so im Auge so gar nicht sehen kann. Im Werkzeug sieht man halt, okay, das ist hier ein guter Millimeter halt. Ungefähr. Man sieht es halt mit bloßem Auge nicht. So sieht die Kette ja super aus. Die Kette funktioniert auch. Aber es fängt halt ab diesem Punkt, fängt der Verschleiß massiv im Antrieb an. Das heißt, die Kassette verschleißt massiv. Die Zahnräder auch nicht von jetzt auf gleich. Aber wenn man das jetzt einfach 100, 200, 300 Kilometer weiterfährt oder je nach Belastung, wenn man viel Uphills fährt, entsprechend oder halt auch unter Last Downhill fährt oder E-Bike, Cargo, dann ist da im Prinzip sehr schnell die Kilometer erreicht. Was noch wichtig zu sagen ist, das ist jetzt hier nicht nur Mountainbike-spezifisch, was wir hier reden, sondern das ist, gilt für jede Kette, die ihr habt. Für jede Wenn ihr Riemen habt, das ist was anderes, aber für jede Kette, also auch Cargo, wie du schon sagst, Trekkingrad, E-Bike, egal, das gilt für alle. Für breite Ketten, Halbzahn, Achtel, Halbzahn, 32, von 5-fach bis 13-fach passt diese Leere überall drauf. Weil wichtig ist zu sagen, jeder Hersteller hat im Prinzip die gleiche Teilung, die ist immer die gleiche, egal ob die Kette breit, schmal ist,
Ob sie bunt ist, silber ist, schwarz ist, ist völlig egal. Die Lese passt halt überall. Okay. Hätten wir das auch geklärt. So, wir haben jetzt den Verschleiß gecheckt. Er ist über die Grenze hinaus. Das heißt, wir müssen diese Kette tauschen. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Hier muss man erstmal wissen, was habe ich für einen Antrieb halt und welche Kette benötige ich halt. Mhm. In dem Fall habe ich halt einen 12-fach-Antrieb. Ich habe eine hochwertige Schaltung da dran, in dem Fall auch eine elektronische AXS-Schaltung von SRAM. Man kann im Prinzip bei 11-fach, 10-fach oder 12-fach kann man eigentlich dementsprechend auch jede x-beliebige Kette nehmen. Das heißt, habe ich aber einen hochwertigen Antrieb, sollte ich auch eine passende hochwertige Kette dazu nehmen und keine Standardkette. Halt. Habe ich einen Standardantrieb, nehme ich eine Standardkette, weil es muss einfach von den Qualitäten her zusammenpassen. Ja. Halt. Wenn ich einfach eine Stahlkette nehme oder eine, die vernickelt ist oder sogar mit Edelstahlbauteilen. Weil nur, wenn das ganze System halt gut passt, dann habe ich natürlich auch viel davon. Das heißt, ich kann viel fahren, ich kann die Last aufbringen in den Antrieb und ich habe natürlich auch ein schönes Verschleißbild halt, in Summe. Gut. Ja, wunderbar. Wir haben 12-fach, ne? Genau. Wir tun die Kette jetzt demontieren, tauschen die halt aus gegen eine neue Kette halt, gegen eine passende Kette, die halt für diesen Antrieb ideal wäre. Und das machen wir jetzt. Da machst du aber deine eigene drauf, oder? Da mache ich in dem Fall unsere eigene drauf, genau. Das ist geschickt. Habe ich auch noch. Ja gut, dann machen wir das. So, du schaltest jetzt in den schwersten Gang, also quasi entlastete Kette, ne? Genau, das ist halt nämlich am einfachsten, halt die Kette zu demontieren. Man sieht auch, dass die Kette halt verschlissen ist. Die hängt halt einfach richtig durch. Ja. Ja, auf dem kleinsten Gang, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Nee. Tun das Schaltwerk einmal sperren, das ist bei dem... Das SRAM ist einfach sehr einfach. Ist einfach, einfach super. Ja, es ist einfach total einfach im Prinzip jetzt einfach mal eine Kette zu demontieren oder auch zu warten und pflegen. Halt, ja. Dann gucken wir mal, wo unser Schloss ist. Das ist in dem Fall hier. Das kann man einfach dann rausnehmen. Und die Kette einfach... Also wichtig ist auch zu sagen, es kann sein, dass die Kette vernietet ist. Genau. Dann müsste man die Niete auftrennen, dafür einfach einen Kettenniete nehmen und die aufnieten und dann die Kette entnehmen. Wichtig auch bei SRAM bin ich der Meinung, dass man die Kettenschlösser nicht nochmal hernehmen darf. Gell? Also sollte man nicht. Es gibt solche und solche. Also es gibt tatsächlich Schlösser, die darf man meines Wissens nach nur einmal benutzen. Ja. Es gibt wohl welche, die kann man mehrfach benutzen, aber auch da nur im kleinen Rahmen halt. Der Unterschied ist einfach, das Schloss ist super, aber es hat halt Widerhaken. Und diese Widerhaken verschleißt einfach durch mehrmaliges Öffnen halt. Das haben wir bei uns im Schloss halt nicht. Wir haben halt hier diesen Bogen halt drin. Und deswegen kann man dieses Schloss halt keine Widerhaken. Also es verschleißt nicht durch das Öffnen und Schließen und das kann man halt beliebig oft benutzen. Halt. Von der Kettenlänge her, hast du die schon abgelenkt? Hast Nein, du schon also die ist jetzt komplett original, lang, ne? Die ist nagelneu, die ist jetzt original aus der Verpackung rausgenommen. Man lädt sie jetzt einfach wieder rein. Gucken, dass die Kette auch hier in die Zähne passt. Wir haben hier die Narrow-Wide-Zähne, schmales, dickes Zahnrad, dass das halt passt. Andersrum geht es halt nicht. Ja, da steht es ein bisschen halt hoch. Genau, dann, es muss halt genau in die richtige Position sein. Anders geht es ja auch nicht. Dann fädeln wir die Kette wieder hier durch das Schaltwerk. Wichtig ist, dass man einfach auf diese kleine Nase im Schaltwerk halt achtet, dass man die Kette halt richtig rum einfädelt. Im Prinzip kommt es oben rein. Und wird einfach genauso, wie es vorher auch war. Vorher hat es ja auch funktioniert. Es darf auf keinen Fall hinten irgendwo metallisch schleifen, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Ja. Also das ist, und ihr braucht auch keine Schande, es haben schon viele so gebaut. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man es aus Versehen verkehrt montiert. Man merkt es ja spätestens, wenn man einmal einen Test macht und dreht, dass es irgendwo schleift. Schleift irgendetwas, sofort stoppt und man einfach mal nachschaut. Genau. Und gerade, da sind wir wieder beim Thema, mit eurem Kettenschloss geht das sogar dann recht einfach, dass man das nochmal ausbildet. Genau, wir montieren die Kette jetzt einfach mal so, wie sie halt Originallänge ist. In dem Fall stecken wir das Schloss von uns einfach vorne rechts zuerst rein, das andere entsprechend hinten rum. Wichtig ist, bei der Montage der Kette haben wir hier in dem Fall halt die Zahl draufstehen. Und dann muss das einfach übereinander gelegt werden. Und dann wird das einfach wieder entspannt. Ein schneller Handgriff. Die Zahl muss einfach bei der Montage lesbar sein. Wenn sie nicht lesbar ist, dann steht es auf dem Kopf. Kann dann sein, dass es in den kleinsten 1, 2, 3 Gängen springen könnte. Ah, okay. Ist nicht schlimm. Haben wir wieder das Geräusch. Stopp, gucken, Schloss verkehrt montiert, fertig. Ist aber in der Bedienungsanleitung bei uns auch klar beschrieben. Jetzt haben wir halt die Kette original aus Verpackung halt montiert. Wir sehen, die Kette hängt durch, ist definitiv zu lang. Ja. Wie dies beim Ablenken. Wir öffnen wieder das Schloss. Es gibt auch schöne Werkzeuge, wo man die Kette halt einmal mit so einer Feder, man kann sie das auch mit einer Büroklammer, mit einer großen Büroklammer auch selber bauen, dass man die Kette einfach quasi einhängt, dass man halt ein bisschen die Kette spannen kann. Das Wichtige ist, bei der Kettenlängenbestimmung ist, einfach darauf zu achten, hier haben wir halt einmal 12 oder einmal 11, das ist völlig egal.
Wir haben aber hier halt auch einen Fully. Ne? Das heißt, der Rahmen bewegt sich halt. Das heißt, man darf die Kette auch nicht zu kurz machen, weil dann kann es sein, wenn die Kette auf dem größten Zahnrad ist und man fährt halt irgendwo runter, sei es auch nur eine Treppe oder eine Bordsteinkante, der Rahmen federt ein, Kette ist zu kurz, reißt alles auseinander. Bei der Kettenlängenbestimmung macht man einfach auch hier das Rad auf das Kleinste. Hier haben wir halt nur ein Kettenblatt vorne, ist kein Problem. Bei einer Zweifach-Dreifach-Kurbel macht man da auch erstmal das Kleinste. Da hat man wenigstens Spannung, man kann super dran arbeiten. Man zieht die Kette einfach ein bisschen auf Spannung, dass im Prinzip die beiden Punkte sich einfach nicht berühren. Das heißt, die Kette sollte nicht an dem oberen Zahnrad bzw. an der anderen Kette selber dran schleifen. Das ist je nach dem Hersteller, je nach ob man einen schmalen, langen, mittleren Käfig hat, kann das schon ein bisschen variieren, das ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber wichtig ist, dass die beiden Punkte sich nicht berühren. So, und dann tun wir es halt ein bisschen spannend. Wir müssen halt einfach hier in dem Fall nur 3 Lieder rausnehmen. Bei uns im Schloss ist einfach wichtig, hat zum Beispiel auch andere Mitbewerber haben halt auch ein ähnliches Schloss. Man braucht 2 Innenlaschen für die Montage. Wir haben jetzt kein Nietstift bei uns, was wir durchbrechen. Das heißt, wir brauchen keine Außenlasche und Innenlasche, wo wir Nietstift durchschicken, sondern wir brauchen 2 Innenlaschen. Und das tun wir halt entsprechend jetzt so ab. Wir schauen nochmal, ob das passt. Okay, das sieht gut aus. Also tun wir jetzt 1, 2, 3 Lieder rausnehmen plus die Außenlasche, weil unser Schloss ergibt wiederum die Außenlasche. So, Kette ist abgelenkt. Wir nehmen uns ja unser Schloss in die Hand, stecken es wieder vorne rechts rein. Hinten links, wenn man einfach was beachtet, wenn die Kette einfach so runterhängt am Montageständer oder irgendwo, wie man das Fahrrad montiert oder im Service macht, erst vorne rechts rein stecken, das andere hinten rum, ergibt automatisch die Laufrichtung von dem Schloss. Man muss dann nicht unbedingt auf die Zahl achten, ob es richtig steht. Das ist auch sehr. Ganz einfach. Kleiner Trick. Ja. Das ist ja auch eine kleine Zahl und manchmal nicht sofort zu erkennen. So, man legt die Laschen einfach 90 Grad nach oben, nach unten, legt die Kette genau übereinander, unterstützt das ein bisschen mit den Fingern, fertig, das war's. So schnell kann es gehen, wenn es jemand macht, der sich mit sowas auskennt. Wenn es mal richtig schnell gehen muss, im Race-Betrieb, man hat einen Marathon, ist kurz vorm Start, der Klassiker, war noch 5 Minuten zum Start, Kette passt nicht auseinandergeflogen, eben vorbeikommen, man kann das auch wirklich in einer Handvoll Sekunden auch wieder rapp, fertig. Man merkt schon, dass du das heute schon gemacht hast. Ja, schon ein paar Mal gemacht. So, in dem Fall haben wir alles richtig gemacht. Hoffe ich zumindest. Und dann macht man natürlich immer einmal einen kurzen Test. Alles klar, läuft. Nichts schleift, nichts macht Geräusche. Das ist immer ganz wichtig, ja. Ach, ja. Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann läuft das halt auch sehr sauber auf dem Montageständer. Es kann durchaus sein, wenn man jetzt eine neue Kette montiert, egal welchen Hersteller man halt nutzt, es ist wichtig, egal ob ich jetzt eine Kette tausche, eine Kassette tausche oder Zahnrad, 50 bis 150 Kilometer braucht jeder Antrieb einfach, um sich anzupassen. Okay. Halt. Ja. Hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Antrieb, der hat einfach seine paar Kilometer schon gefahren. Wir haben eine neue Kette montiert, das heißt, man macht einfach keinen Komponentenwechsel vor einem Rennen, vor einer langen Tour, vor einer Fahrradreise. Es wird meistens nicht funktionieren, weil einfach der Antrieb sich nicht angepasst hat. Ja. Also wenn man halt vorhat, irgendwo Marathon zu fahren, 24-Stunden-Rennen, eine Fahrradreise oder sonst irgendwo, wenn der Antrieb funktioniert, lassen erst nach der Reise, nach dem Marathon, dann irgendwas tauschen. Halt. Solange es läuft, never change. Never change, genau. Ja. Wenn das super läuft, wenn man einfach mal durchgetrampelt hat in dem Fall oder einfach mal durchgedreht hat, alles läuft und wir hören kein Schleifen, metallisches Geräuschen, Knarzen, Springen, sonst irgendwas, ist alles in Ordnung. Ansonsten muss man natürlich gucken, ist das Schloss richtig montiert, habe ich die Kette richtig eingefädelt. Einfach nochmal halt aufmachen irgendwas. Und nochmal neu anfangen. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass halt bei einer neuen Kette dass eine ganz kleine Schaltwerksoptimierung stattfinden muss. Plus, minus höchstens 1 drehen bei einer manuellen Schaltung oder bei einer elektronischen entsprechend das einstellen. Ja. Aber da halt, je nachdem, wird es auch immer komplexer, dann geht man auch zum Fachhändler seines Vertrauens. Genau, ja. Und da wird einem geholfen. Ja. Wunderbar. Adam, vielen Dank. Das war sehr schnell und sehr nett. Immer wieder gerne. Genau. Also, wenn ihr einen Fachmann sucht, besucht ihn hier immer an seinem Stand auf den Festivals. Genau. Und wenn ihr eine gute Kette sucht, dann schaut doch mal bei Connex vorbei und schaut nicht immer nur zu Shimano und Swam. Ja, wir sind auf vielen Festivals unterwegs. Ob es jetzt Rennrad Mountainbike ist, ob es jetzt ein World Cup ist, eine deutsche Meisterschaft, wir sind meistens unterwegs. Wir sind auch bei kleinen Veranstaltungen halt, auch bei kleinen RTFs, CTFs sind wir auch schon mal verfügbar oder halt da. Einfach nicht scheuen, wir beißen nicht, einfach fragen. Rat und Tat ist immer sehr geil. Zumindest ein Rat. Super, das ist ein gutes Schlusswort. Wir hoffen, es hat euch weitergebracht.
Und wenn ihr die Produkte, also quasi die Connex-Ketten mal sehen wollt, unten im Video, in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als vielen Dank. Vielen Dank. Und ihr seid hoffentlich mit dem Abo dabei. Schönen Nachmittag.